Immer noch ein Repair Tool, alter Scheiß, da ist man. Und links außen ist das neue vor. Vielleicht hat er auch einen Mörserlandchip. Links außen sind zwei Sniper, oder ist das... Ah ne, der war auch von Headrange. Relativ weit links außen, auf der Höhe von dem Gebäude, wo ich tot bin. Der da auch im Kampf gegen ihn fährt. So schlechte Schnellreise nicht mehr gelaufen. Und die gegen das Gegnerteam. Natürlich kämpft ihr das Sentry im Eck. Wait, achso. Auf C. Und der Landship fährt über ihn drüber. Bot, ey. Hat einen echten 1 gegen 1 gegen mich verloren. Dann holt mich Level 89 mit K-Bullets. Ich glaube, du weißt auch nicht, dass sie schlechter sind. Oh mein Gott. Hat sich voll gelohnt. Mich zu roadkillen, dafür zu sterben als Landschiff. Also, guter Trade. Keine Medics. Weil hier sind ziemlich viele da, Juli. I know. Komm mal helfen. Da hat sich der Pfeffer in Haus. Habt ihr. Echt jetzt? Hinter uns sind über Leute hier. Fuck ey, was hat der Support hier gemacht? Kommt jemand mit? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sind schon Randoms da unten. Natürlich nicht auf die Leute, wo schon fast unten sind. Alter, was machst du da, Junge? Hinter uns von Sig und er war einer an den Dünen Medic, ja. Fuck, Junge. Ich verstehe nicht, wie die Waffe
nicht treffen kann auf 10 Meter Entfernung, wenn ich still stehe. Fucking Shotgun. Ja. Ich geh zurück. Oh, wird ich gerafft machen. Holy fuck. Unglaublich. Nehmen gehe, als hat jemand einen holt. Ein Kackfleisch voll macht kaum Punkte. Fehlt gar nicht Hemd, Herr Basti. Ach komm schon. Hat mich. Wie hast du mit der Nate gehittet da hinten? Hm? Die Nate. Ich werd die ganze Zeit angesniped, ich hab keine Ahnung von wo. Macht mich kürre. In dem D-Spawn. Ja, da sind so viele Leute auf dem Hügel. The fuck? Wie viele Leute da sind? Guckst die halt an! Gott. Ich hab keine Ammo mehr. Von selbst Schlatter geben. Wer mit Ammo? Nee, ich. Ich war von X. Drop mal Ammo. Cool. Danke. Du dann. Warte. Zackelt. Ich hab. Ja, du hast was gesagt, aber ich hab nicht dran gedacht. Wenn man ein Kit finden, kann man switchen. Hier ist ein Automatico. Okay. Gott, da rechts außen. Der gibt... What the... Das ist aber ein Headshot. Im Sidesteppen. Der hat mir einen Headshot reingedrückt, im Sidestep sliden. What? Willkommen bei der Spawn Protection. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ihn zweimal getroffen. Nur okay. Auf 1 Meter Entfernung mit einer Pistol im Hüpfreier. Und dann bist du weiter gespawnt. Ja, schon, aber die Spawn Protection war wieder nicht mehr vorhanden, glaube ich. Ne, ich meine gerade. Ach so, da ist noch einer gespawnt. Zu dem Versorger. Nee, der bekommt von woanders, von dem Hügel oder so. Also so spät können sie auch nicht mehr spawnen. Oh, dein Pingbecken. Oh. Der ist wieder vorbei. Ah ne, siebter. Spackt durchgehend halt ab. 100 Schutz halt, keine Ahnung warum. Hey,
Connection-Fakt irgendwie ab, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Meins genau. Der Router steht genau da, wo er immer steht. Mein Stick ist genau an der gleichen Stelle. Ich keine Ahnung. 3-4 Jahre, wenn überhaupt. Ja, war bei mir auch so alt und deswegen hatte ich dann eine Zeit im Hyping. Nur noch Backloss. Ja, die halten aber eigentlich länger. Einfach eine gute Netzwerkkarte. Nicht teuer, ich habe auch eine. Also, wäre eine Option. Ja, das ist aber dann... Ja. Wahrscheinlich noch eine schlechtere für mich hier oben. Da wo mein Ding nämlich steht, mein PC, da habe ich eine richtige Kackverbindung. Hast du echt den besten Ort, den besten Platz ausgesucht, um online zu spielen? Ja, ich kann mir halt nicht wirklich aussuchen, wo ich in meinem Haus wohne. Ein Freund von mir hatte auch das Problem, da hat er sich eine Netzwerkkarte gekauft, was dann über WLAN ging. Aber da hat er sich entschieden, irgendwie ein längeres LAN-Kabel zu kaufen. Ja, das wird was sie wahrscheinlich auch nicht so einfach machen können. Irgendwie ein Kabel zu verlegen. Das lohnt sich für die Leitung halt absolut nicht. Doch, dann bist du immer mit vollem Speed drin. Hätte ich eine 50.000 Leitung oder sowas, würde ich es wahrscheinlich tun. Ich spiele eigentlich kaum mit MG, aber es läuft gerade echt gut. Der Zug, ey. Kann man so beschäftigt sein zu hupen. Meins. Brauchen zu gucken vielleicht, Alter. Und anfangen zu sterben. Nope. Chuchu. Warum ist denn? Sie hören Cancer. Eine Symphonie der Noobs. User joined your channel. Guten Abend, Herr Kopf. Könnt ihr gleich so Hass erfüllt? Hä? Willst du? How you doing today? I'm fine. Gut, gut, Sir. Gut, vergeht. Konnte gestern die Klausur da noch schreiben. Ist aber was Schönes. Neues. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Was Gutes. Er hat vergessen, sich anzumelden für die Prüfung. Oh. Aber nichts kannst du. Prof war nett. Prof regelt. Ja. Ja, das ist tatsächlich eine E-Mail und hat mich eingetragen noch. Wo die Anmeldefrist eigentlich ein paar Tage vorbei war, aber... Ja, so schwer wird es glaube ich nicht sein. Immer noch haben wir. Muss mich halt auf die offizielle Liste setzen. Ja, und ich muss halt dann eine Arbeit für dich oder halt einen Kopf für dich wahrscheinlich machen. Ich schätze jetzt mal, dass der es schon ausgedruckt hat, dieses ganze Zeug und sonst. Nee, manche den Kopf sich ich. Halt, und manche Dozenten machen sich halt vielleicht da die Arbeit nicht. Ja. Gibt's bestimmt einige. Schon. Ja, ich musste dann an dem Tag noch irgendwas unterschreiben, dass ich das Ergebnis der Klausur anerkenne. Weil ich halt eben nicht die offizielle Anmeldung gemacht habe, wenn man es sowieso macht. Aber sonst war das kein Problem. Hättest du nicht erstmal auf das Ergebnis warten können, dann sagen können, ob es anerkennst oder nicht? Genau, ich nehme den Zettel mit nach Hause. Ja, ich schicke ihn später, wenn ich das Ergebnis habe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das anerkennen werde. Sonst entscheide ich dann kurzfristig. Oh mein Gott, ey. Ich bin eher so der spontane Typ. Was war das eigentlich für Klausur? Grundbegriff Informatik. Was ist WLAN? Nee, so ein bisschen Automaten, formale Sprachen. Bisschen Assembler. Komski Normalform. Ja, genau. Ich hasse das. Das weiß nicht. Theoretische Informatik ist überhaupt nicht mein Ding. Find's eigentlich ganz witzig, muss ich echt sagen.
Oder der Sug-Algorithmus. Was ist das? Ich hab's vergessen. Ich muss in meinem Heft nachschauen. Es war ein übelst kompliziertes Ding, um irgendwas zu machen, was so viel einfacher ging. Fuck. Ja, das ist so Classic. Es gibt ja auch, kennst du Ackermann-Funktion? Nee. Was macht sie? Was macht man mit? Die macht nichts, die generiert irgendwelche Bullshit-Zahlen, aber der Witz bei der Sache ist, wenn du die Problemgröße ist irgendwie so krank exponentiell, dass bei n gleich 5, glaube ich, du schon, warte mal, was war die Zahl? Ich muss nachschauen. Eine sehr verdammt große Zahl. Also bei n gleich 1 hast du 1, bei n gleich 2 hast du irgendwie 20, n gleich 3 ist es in Hunderten, n gleich 4 ist es in Tausenden, und n gleich 5 bist du dann halt bei abgefuckt groß. Viel, plus unendlich. Ja, so ungefähr. Okay. Ich schau gerade auf Wiki. Sicher. Kannst ja gleich mal noch nach Suka-Algorithmus googeln. Nee. Suka-Algorithmus? Ja, da haben wir alle einen Witz drüber gemacht. Unser Prof fand es überhaupt nicht lustig. Was? Er hat halt nicht so eine gute Verbindung wie wir zu den Russen. Er ist halt noch so ein alter DDR-Typ. Haben die hier nicht gute Verbindungen zu Russen? Hm? Der ist halt schon übelst alt. Haben die hier nicht gute Verbindungen zu Russen? Na, kommt drauf an, auf welcher Seite. Wie schreibt man das einfach? S-U-K? Y. So wie Suka. Z-Z-Y-K. Algorithmus mit A hin. Also Suka-Algorithmus. Suka. Boah, ich muss noch drauf kommen, ey. Aber der. Was ist das für ein Name? Den mussten wir nicht können, deswegen habe ich mir nichts gut gemerkt. Da komme ich leider nicht hoch. Ey Gott, shit on. So wie du es magst. Jakob, was hältst du von Linsen und Spätzle? Habe ich noch nie gegessen, aber ich habe es tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie ein bisschen verstörend. Ja! Ja, es sieht nicht so appetitlich aus. Erstmal viel los. Ja, ich geh nochmal raus. Nee, keine Ahnung. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ich bin halt an sich nicht der Linsentyp, deswegen. Ich finde Linsensuppe ist ziemlich geil eigentlich. Es sieht zwar immer ziemlich widerlich aus, aber. Nee. Irgendwie doch hat's was. Oh mein Gott. Also ich bin an sich Runde vorbei ist. Auch nicht wirklich Linsen. Also, aber das, ja. Meine Mutter hat Linsen immer ganz gerne gegessen. So mit Zucker isst man ja Linsen. Spielst du gerade Serigotti auf die Range? Oder hast du aus Kinderkit gewechselt? Nö. Vielleicht finde ich ja welche, die du anhittest. Du den Heavy Tank. Oh, ich hätte ihn fast mit ihm abgestoppt, hätte es was gewesen zum Schluss. Zähne. Ronny die Null. Keine 40. Great Design. Aber er hat diese Gin geschrieben. Jetzt hat er Design geschrieben. Diese Gin.
Verdammt, Asiate rechts.